Die Preise steigen so schnell und rasant wie viele, viele, viele Jahre nicht. Christoph Ahlhaus, Politik ist benannt worden, Zentralbanken sind genannt worden, die Rahmenbedingungen sind klar. Ist es nur eine Phase oder müssen wir uns längerfristig darauf einstellen, mit einer relativ hohen Inflation, vielleicht sogar noch einer höheren, als wir sie heute kennen, zu leben? Ich fürchte, dass es eine Phase jetzt erstmal ist und dass da auch noch nicht der Endpunkt erreicht ist. Und die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge sind das eine. Die Frage aber ist, und da hatte Herr Ludwig Erhard durchaus recht, wie geht Politik damit um? Weil die Wissenschaft beschreibt Vorgänge, die sich ergeben, und Politik muss steuernd eingreifen. Und wie greift Politik momentan steuernd ein? In meinen Augen entschärft sie das Problem nicht, sondern sie verschärft das Problem oder ist vielleicht sogar eine starke Ursache des Problems. Denn neben den Ursachen für die Inflation, die richtig beschrieben worden sind aus volkswirtschaftlicher Sicht, muss man ja auch klar feststellen, dass gerade die Preistreiber, die den Warenkorb, den statistischen Warenkorb jetzt gerade nach oben schnellen lassen, sind vor allem die Energiepreise. Und wir alle wissen, dass Energiepreise, ob das jetzt das Tanken ist, was wir vorhin angesprochen haben, ob das die Gasrechnung, das Heizöl oder was auch immer ist, es ist ja politisch gewollt, dass das alles sehr teuer ist, weil wir ja erzogen werden sollen, gewisse Dinge zu lassen, nicht mehr fliegen, nicht mehr Auto fahren oder weniger heizen oder umzustellen auf andere Energieträger, die aber ja gar nicht da sind. Und insofern ist gerade der Preistreiber momentan, der ja die Inflation richtig anschiebt, nämlich die steigenden Energiepreise, und da rede ich noch gar nicht von Nord Stream 2 und Ukraine-Konflikt, sondern das, was hier in Deutschland politisch gewollt verursacht worden ist. Das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist politisch gewollt. Das ist momentan ein richtiger Beschleuniger, ein Brandbeschleuniger für diese Inflation.